Knapp einen Monat vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison ist der Kader des FC Bayern München wieder komplett. Zwar kommen gerade jetzt besonders viele Trainingseinheiten und diverse Testspiele auf die Spieler zu, aber zum Auftakt stand zunächst das alljährliche Mannschaftsfotoshooting des FC Bayern München auf dem Programm. Beim FC Basel hatten wir auch einen Fototermin, aber das war nicht so groß und nicht so viele Fotografen waren dabei, von dem her ist es schon etwas anders als sonst bei Basel. Insgesamt 8 Kamerateams und 30 Fotografen waren an die Säbener Straße gekommen, um die seltene Gelegenheit zu nutzen, sämtliche Bayern-Spieler vor die Linse zu bekommen. Allerdings stellte dieser traditionelle Fototermin für die Spieler nur eine kurze Unterbrechung von etwas viel Wichtigerem dar, nämlich einer konzentrierten Vorbereitung auf die neue Saison. Die ganze Mannschaft ist komplett und wir können jetzt richtig die Vorbereitung jetzt in ein Niveau höher stellen und uns schon vorbereiten auf die wichtigen Termine, die auf uns zukommen mit Ligacup und langsam auf die Bundesliga. Da ist enorm viel Qualität dazugekommen und man merkt auch, dass jeder merkt, worum es geht. Dass jeder merkt, okay, da ist einer, der mir meinen Platz wegnehmen möchte oder zumindest Anspruch auf meinen Platz hat. Und da sieht man, wie es im Training hergeht. Und ich glaube, das kann nur gut sein.